Hallo, mein Name ist Dirk und ich möchte heute ein kleines Tutorial machen über die Bumpmap in Sony Movie Studio. Ich habe hier eine ältere Version, die Movie Studio Platinum 12. Das dürfte aber für alle und auch für Sony Vegas ungefähr gleich sein. Die Bumpmap ist ein ziemlich mächtiges Werkzeug, was man für alle möglichen Mist einsetzen kann, und man kann die wunderbar dafür benutzen, um dunklere Bildstellen ein bisschen aufzuhellen und hellere Bildstellen ein bisschen runterzudrehen, also um die Helligkeit im Bild hinterher ein bisschen anders zu verteilen, als man das gefilmt hat. Ich habe hier einen Testclip, den habe ich gemacht auf dem Steelman Hannover. Das ist so ein Hardcore-Marathon mit Hindernissen. Ich habe ziemlich flach aufgenommen mit einer Panasonic-Kamera. Man sieht das ganz gut, die dunklen Bereiche sind gut zu erkennen, die hellen Bereiche auch. Das ist also schon gar nicht schlecht, aber man sieht natürlich, dass hier zum Beispiel die Leute, die jetzt hier durchklettern, die möchte ich natürlich so ein bisschen betonen eigentlich. Die gehen ja schon ein bisschen unter im Gegensatz zu dem ganzen Hellen und dem ganzen Rest. Und das können wir jetzt versuchen, mit der Bumpmap so ein bisschen hochzuziehen. Wenn ich jetzt meinetwegen den jungen Mann ja mal nehme, das Gesicht und alles ist schon so ein bisschen dunkel. Das versuchen wir jetzt mal hochzuziehen. Wir öffnen einfach mal hier Event-Effekte und laden mal Bumpmap rein. Und dann mache ich das Ganze mal ein bisschen größer, damit ihr auch seht, was passiert. Wenn ihr die Bumpmap startet, normalerweise sieht das so aus, dann wird also wirklich hier dieser 3D-Bump-Effekt erzeugt, den wir ja gar nicht haben wollen. Das können wir ganz einfach ändern, indem wir den Bump-Kanal auf Alpha setzen. Schon sieht das wieder ein bisschen vertrauter aus. Ich mache mal die Bumpmap an und aus. Man sieht also schon, dass die Helligkeit insgesamt ein bisschen hochgezogen wird. Aber da gehen wir jetzt mal bei. Als erstes wählen wir den Lichttyp aus, und zwar von gerichtet auf Scheinwerfer, damit wir selber Quelle und Ziel des Lichtes bestimmen können. Dann gehen wir hier auf Speicherort. Das ist jetzt hier bei der aktuellen, was heißt aktuellen, bei meiner Version ein bisschen doof gelöst, dass der Speicherort heißt, bisschen verwirrend, das ist einfach Quelle und Ziel des Lichtes. Also stellt euch mal einen virtuellen Scheinwerfer vor, der würde jetzt hier sitzen und würde nach hierher strahlen. Ne? Im Endeffekt ist das ja schon nicht schlecht, wenn wir jetzt also hier ungefähr im Bild den Scheinwerfer hätten von hier oben und würden jetzt hier auf sein Gesicht oder auf den Mann direkt draufstrahlen mit den Scheinwerfer, um diesen Bildbereich hier aufzuhellen. Von daher sieht das ja schon ganz gut aus. Ihr könnt jetzt mit Intensität die Stärke des Scheinwerfers regeln und mit Fokus halt den Fokus. Ihr seht das, wenn ich den runterdrehe, dann wird er wirklich fokussiert. Von ganz weich auf wirklich so punktfokussiert. Und ich drehe den jetzt mal so ein bisschen härter, den Fokus, und werde jetzt mal versuchen, das ist manchmal ein bisschen frickelig, ungefähr den Bildausschnitt zu erwischen, den ich aufhellen will. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt drehe ich den Fokus noch ein bisschen weicher, damit das nicht so extrem im Bild auffällt. Und gut. Mit dem Regler Ambience könnt ihr jetzt die Umgebungshelligkeit anpassen. Die ist jetzt natürlich ziemlich runtergedreht. Das heißt, das ganze Bild wird abgedunkelt, bis auf das, wo unser virtueller Scheinwerfer hinstrahlt. Wenn ich den jetzt hochdrehe, dann seht ihr, kommt auch die allgemeine Bildhelligkeit zurück. Jetzt ist natürlich hier ein bisschen die Intensität meines Scheinwerfers extrem. So, wenn ich jetzt mal die Bumpmap ausmache, so sieht das Originalbild aus. Und so würde jetzt das Bild mit Bumpmap aussehen. Ich würde jetzt aber erstmal, weil mir das alles noch nicht so ganz gefällt, nochmal einen Effekt reinladen. Und zwar würde ich die Farbkurven reinladen und ein bisschen mehr Kontrast vielleicht geben. Und zwar ziehe ich die Farbkurven vor die Bumpmap. Die Bumpmap mache ich jetzt erstmal aus. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir ja ein bisschen. Das war natürlich falsch rum. Ein bisschen mehr Kontrast geben können. So, jetzt dunkeln wir mal alles ein bisschen runter, geben ein bisschen mehr Kontrast ins Bild rein, schalten die Bumpmap wieder ein, und jetzt gefällt mir das schon ganz gut. Ja, wenn ich jetzt mal vergleiche vorher und nachher, dann sieht man schon, wenn die Bumpmap an ist, dass dieser Bildbereich schon um einiges heller ist als vorher und nicht mehr so extrem untergeht. Ja, und damit kann man halt schon ganz gut Bildteile aufhellen, die ein bisschen unterbelichtet sind.
und die Helligkeitsverteilung im Video so hinterher gestalten, wie man es haben möchte. Man kann mit der Bummap auch andere Sachen machen. Wenn man zum Beispiel eine Person vor einem schwarzen Hintergrund filmt, ist der schwarze Hintergrund ja normalerweise trotzdem so ein bisschen durch die Raumambienz beleuchtet und man erkennt ihn. Das kann man mit den Kontrastreglern, mit diesen Farbkurven, die ich gerade aufgemacht habe zum Beispiel, und der Bummap durch diesen virtuellen Scheinwerfer dann so regeln, dass man die Ambienz voll runterfährt. Ich demonstriere das jetzt einfach mal hier, dass man die Ambience voll runterfährt und wirklich nur den Bildbereich aufhält, wo die Person ist. Und damit kann man zum Beispiel so Studio-Shots optimieren, dass man die Person jetzt wirklich erkennt und der Hintergrund mehr oder weniger komplett weg ist, ne, wenn er sonst zu doll sichtbar wäre, um das so ein bisschen diese Person in den Vordergrund zu stellen. Spielt da einfach mal rum mit der Bumpmap, ist echt ein geiles Werkzeug, kann ich nur empfehlen. Viel Spaß beim Ausprobieren, euer Dirk.